Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2. Wir machen einfach weiter mit Mission, was kann man groß mehr sagen? Halt die todesmutiger Forscher ist es. Die Feuerklangkutsche ist bereit für ihre erste große Expedition. Halt Y gedrückt, um sogar harte Blöcke zerstören zu können. Ich würde das hier alles selbst erledigen, aber ich muss dringend noch meine Steuererklärung machen. Okay! Die Steuererklärung ist mal wieder ganz klar. Ja, Mario World Design. Hui, rutschen! Hui, Feuerblume! Der hat mich gerade nicht frustriert. Ich so, ist da unten das Secret? So, okay, den ganzen Weg da unten ab. Ich weiß auch nicht, das Secret ist hier oben. Ich kann den gesamten Weg zurück. Tja, dein Pech. Aber bei der 10er-Münze kann man sich das, finde ich, auch denken. Also, wenn man in der Regel überhaupt denkt, das ist bei dir jetzt ja nicht unbedingt gegeben. Ah ja, jetzt kann ich das ja auch mal im Video sagen. Vergiss nicht, das Musikquiz fertig zu machen. Nochmal schön Nachdruck auch in den Kommentaren. Du versuchst es nicht nur, verdammt nochmal. Ich hab dir das vor 5-6 Wochen gesagt. Wenn du noch nicht mal richtig angefangen hast, ist das nicht mein... Ich hab schon angefangen. Du hast 1 von 4 Spielen durch, nachdem was... Ein Viertel ist für mich angefangen. Du machst es auf jeden Fall bis nach dem Urlaub fertig. Die Zuschauer sehen das auch gerade. Alles in den Kommentaren auch nochmal bitte schön Druck machen. Die werde ich mir nicht durchlesen. Ja, aber ich klebe sie dir an die Zimmertür, wenn wir wieder zurück sind. Du klebst sie mir an die Zimmertür? Wie willst du denn Kommentare von YouTube an die Zimmertür kleben? Abschreiben? Screenshotten und ausdrucken? Gibt genug Na, dann viel Spaß! Auf jeden Fall machst du das. Ah ja, Ehrenstachelhelm. Ehrenstachelhelm. Mann hat der Ehre. Uff, den habe ich nicht gesehen. Und er hat meinen Stachelhelm nicht gesehen. Ihh! Männliche Schreie sind wichtig. Böse Kanone. Stop it. Stop existing, please. Die Münze. Warum fallen die auf einmal hier runter? Mann, hier komme ich jetzt nicht mehr gescheit. Easy. Ne, hier schaffe ich das aber nicht wirklich. Junge! Mann, diese Kanonen! Wenn man den Stachelhelm hier noch hat, kann man dann auch an die Zielspitze. Sehr gut, vollkommen easy! Und ich bekomme wieder Sinn mehr Kohle. Aber ich wette, nee, ich bekomme niemals in einer Mission fast 500 Münzen. Das heißt, ich werde wieder eine mehr machen müssen, als hier zeitlich nötig wäre. Auch wenn ich jetzt irgendwie eine 4er finden und machen würde. Und geht nicht mal. Es ist eine 3er, sonst alles 2 oder 1. Was? Ich habe eine Teststrecke für Schlangenblöcke gebaut. Damit werde ich diesen ewig gestrigen zeigen, die immer noch behaupten, Schlangenblöcke wären gemein, gefährlich oder unerträglich langsam. Stimmt. Dann auch. Also ohne Schlangenblöcke wäre ich schneller unterwegs. Und mit Boden. Ihr gebt euch das! Die sind nicht zu langsam! Nee! Digga.
Das Einzige, was ich kenne, was noch langsamer ist, ist Olaf, wenn er denkt. Hi. Ich weiß nicht. Ja, das ist mir klar, das ist bei dir Dauerzustand. Was? Du gibst mir die Vorlage! Ich würde jetzt gerne noch einmal mein Statement zu dem Beitrag "Die sind nicht zu langsam" abgeben. Könnt ihr jetzt was schneller machen, ihr Scheißblöcke? Das war's? Okay, man schafft nicht Zielspitze und die 10er-Münze. Mit dem perfekten Timing wahrscheinlich schon. Aber wirklich komplett perfekt. Und insgesamt lohnt sich 10er-Münze halt mehr, weil wenn ich an die Zielspitze komme, kriege... Obwohl, nee, wegen den 3 Münzen, die davor waren, jetzt nicht, habe ich einen Verlust gemacht. Scheiße. Kack drauf, Level war eh bescheuert ohne Ende. Und Schlangenblöcke sind zu langsam. So, der Ostflügel. Wow! Dafür hast du jetzt so lange gebraucht. Jetzt vergleich das mal. Dieser kleine Turm da oben hat 4 Missionen gebraucht. Das da drunter 3. Erklärung, bitte! So, das ist auch wieder klasse. Ja, ich war... Oh, ich könnte sogar hier drüben schon... Und das Traurigste ist, du bräuchtest die Westflügelkanone. Warum gibt's die dann überhaupt? Die Westflügelkanone bringt Münzen. Na... Ich spare aber auch erstmal für das Wichtige. Aber endlich rüstet Peach mal auf! Forstflussflut. Das Wort sagt ihr jetzt da draußen alle dreimal schnell hintereinander. Forstflussflut. Der Fluss im Wald. Tritt über die Ufer. Die Fische finden's toll. Und allein wegen der Lache weiß er sofort, wer Magias ist. Nee! Genauso wie Papa von Anonym wusstest du nicht, obwohl da Guhahaha vorsteht. Boah, die Musik ist cool. Hi Fisch. Also Cheep Cheep, nicht Hi Fisch, aber Hi. Und das ist ein Fisch. Versteht ihr, was ich meinte? Das ist mir selber erst im Nachhinein aufgefallen. Sorry! Jetzt mal eine Frage. Wie kann Yoshi eigentlich gescheit schwimmen, wenn er nur die Beine bewegt? Meine Schreie sind übrigens zu männlich, ich weiß. Und mein Skill zu auch. Junge! War geplant. Oh scheiße, ich dachte, da wäre Yoshi drin. war geplant. Ich wusste nämlich, dass noch einer kommt. Dann bin ich doch auch noch. Genau so. Hä, ich hab den nicht verloren. Warum sollte ich denn meinen Yoshi verlieren? Wenn du so weitermachst. Ich bin doch nicht so schlecht, meinen Yoshi zu verlieren. Außer natürlich, ich will. Was hast du? Ernsthaft, das Level ist auch schon wieder rum. Und das hat nicht als Zielspitze gezählt. Was war's denn dann? Zu weit oben oder was? Lotte nicht berührt. Die war aber auch ganz oben. Ist mir Lotte egal. Oh Mann, mit 1000 Münzen würde ich ja viel vor. Okay, ich brauch 1100, aber... Stell euch vor, ich hätte jetzt was, das ich für 1000 Münzen bauen kann. Das wäre leicht frustrierend. Ich habe einen himmlischen Level voller Ranken gebaut. Wer wissen will, was ganz oben wartet, muss klettern. Ja, kann ich mal machen. Ich glaube allerdings nicht, dass das Level so toll wird. Weil waren jetzt nicht wirklich viele in letzter... Das ist halt wieder mal... Das ist halt Nintendo-like. Verdammt einfach. Aber was erwartet man denn auch? Den Pilz nehme ich.
Wo übrigens beide zu langsam Schlangenblöcke sind. An Ranken klettern ist mir auch zu langsam. Vor allem mit langsamem Scrolling. Das Loch da soll mir mal wer erklären in den Ranken. Stimmt, das ist die schwierigste Zahlstelle, was hier nicht gibt. Ja, das ist Ironie. Ich bin hier 4-mal gestorben. Hä? An derselben Stelle. Ja, okay, da könnte ich mit dem Spinjump was machen. Hä, aber was? Wie kannst du? Du hast das Ende noch nicht gesehen. Okay, das geht schon aus. Aber beim ersten Mal ist er auch gedauert, deswegen. Star. Beim ersten Mal bin ich irgendwo anders gestorben. Und ich stelle das Ganze nur mit Pilz vor. Na, weil der Lakitu nicht so hoch fliegt, geht das voll. Aber was ist mit dem? Hatte ich jetzt auch keine Probleme. Und der dritte. Der genehmigt sich. Aber hat auch keine Probleme gemacht. Ich wurde hier nicht einmal getroffen, auch wenn ich den ersten... Die ultimative Challenge. Komm da links hoch. Da rechts hoch habe ich es sogar schon geschafft, aber nach links nicht. Ich glaube, um links hoch zu kommen, muss man erstmal rechts hochkommen. Was? Das Ding ist so einfach? Ich habe das in 3 schon gemacht. Mann, der Anlauf reicht nicht ganz. Mann! Kann ich nochmal da hoch, bitte? Danke. Mann, das war kein Dreisprung. Ist da überhaupt was? Ich glaub nicht. Ja, sicher, dass man da überhaupt hoch kann? Bestimmt geht's irgendwie. Ja, okay, das wäre ein bisschen arg lang gewesen. Nee, 3 Sprung schafft man platztechnisch nicht. Mann, das war nah dran. Und ich weiß, dass die Zeit gleich rum ist. Mann, warum hast du dich nur einmal gedreht? Ich hab locker 4-5 mal gedrückt. Warum hat's... Boah, warum machst du keinen Doppelsprung mehr? Hä? Der Doppelsprung funkt nicht mehr. Genauso wie die Dreher in der Luft. Nee, ich glaube, da kann man gar nicht hoch. Komm mal her, du Hirnbirne. Ich hab auch da hart nicht wahnsinnig gemacht. Warum? 5000 Mal hat er anzustoßen, weil ich wollte nicht richtig laufen und dann wurde er schließlich zerquetscht. Hä? Erstens, wie kann man den zerquetschen? Indem er auf den Block steht, während er unter der Röhre ist. Und danach hatte ich dann das Problem mit den Lakitus. Wow, Glückwunsch. So, jetzt alles fertig. Das heißt, ich kann weiterbauen. Und zwar den Westflügel. Weiter geht's, mal wieder Kohle rausballern. Aber ich weiß schon genau, wie ich das Geld danach wieder reinhole. Hier rechts kommt ein Gucci-Store rein. Ich finde die Idee toll. Ich liebe Gumbas, deswegen habe ich jetzt ein kleines Häuschen gebaut, wo man ihnen zusehen kann, wie sie durch die Glasröhren rutschen. Wer will ihnen Gesellschaft leisten?
Eigentlich wären die süßen Gumbas lohn genug, aber ich lege so noch ein paar Münzen drauf. Süßes Geisterhäuschen. Ich muss sagen, ich mag Gumbas an sich ja auch. Sind so meine Lieblings-Mario-Gegner. Gumbas sind toll, Alter. Wow. Mann, war das schwer. Oh Gott, die hitten einen so nicht. Gott, ich dachte schon. Ah, warte. Hier kann man so durch. Ihh! Kann ich vielleicht ein Item bekommen? Ich fühle mich dezent unsicher. Ich weiß ja nicht warum. Keine Ahnung. Schon für 3 Leute sind die kommen Wasser auslassen. Ja, Gott, danke. Moin. Natürlich! Ich hab's nicht geschafft, jetzt ist er stampfend, aber ich glaube, es war sogar besser als so. Tschüss. Das war so typisch. Die große Frage, geht's dann nachher? Wo geht's weiter? Da hinten muss ich. Ah ja, hier. Los! Durch die Tür! Gott! Und an die Spitze. Okay, ich hab's geschafft. Der Hintergrund hier ist aber auch schon cool, muss ich sagen. Spukhaus Mario 3D World. Nochmal ungefähr 200 Euro auf mein Konto. Und der Westflügel wird weitergebaut. Ich farm einfach das riesengroße Bufu-Spukhaus. Junge Freunde, ich habe vor, eine Geisterbahn zu öffnen. Ich brauche aber noch einen Probanden, um das Ganze zu testen. Wenn du das Ziel erreichst, kriegst du einen Lohn. Falls du es erreichst. Ja. Das war ein gutes Commentary. Einfach nur ja. Man merkt, inzwischen beinahe 3 Jahre habe ich diesen Channel. Und ich weiß immer noch nicht, wie man kommentiert. Das sind perfekte Voraussetzungen, ich weiß. Aber klappt ja offensichtlich. Ja, okay, irgendwie ja nicht. Und ich weiß immer noch nicht, was für Krieg jetzt schon vorbei. Stimmt, weil die Plattform nach Michael nach oben und Michael nach unten geht. Eben. Genau das war das Problem. Aber irgendwie kann man eigentlich auch nicht sagen, dass es wirklich mit meinem Kanal klappt, wenn ich fast 3 Jahre für 100 Abos brauche, während manche da schon ihre Millionen haben. Aber mir ist es scheißegal. Ehrlich gesagt, dass ich 100 Abos habe, ist mir nicht egal. Das finde ich sahnig. Aber man sieht, welche nach oben und welche nach unten gehen übrigens. Die, die dann am Ende runterfallen, gehen erst nach oben, die, die nicht nach unten. Wow. Ja, hier sind auch welche. Die hätten mich auch oh Gott! Are you kidding me? Stop it! Stop it right now, please! Da sind Geister. Oh, sicher! Ihr wollt mich doch auch!
Im Viereck verarschen! Wie kann man jemanden im Viereck verarschen? Weiß ich nicht! Die machen's trotzdem! Frag Nintendo, die kriegen's ja hin! Oh, Tannenbäume. Warum stehen hier Tannenbäume? Und warum wollte ich gerade die Zielspitze erreichen? Im Mario Bros. 3 Design. Da kann man keine Zielspitze erreichen. Ah, nochmal. Hier schöne Moneten. Ja, Geld. Ich kann mir ja meine Münze noch abholen. Damit geht das Farmen sicher viel schneller. Aber jetzt lohnt sich mal so gar nicht. Was ich mir. Du kannst jetzt theoretisch bei 3 Fragezeichenblöcken links jetzt auch immer wieder Münzen holen. Ah, bei denen auch. Okay, hier das. Da oben respawnt aber nicht, nee. Denke ich, oder? Nur den einzelnen Blöcken oder den Kanonen. Hi, Hund. Ich hasse dich immer noch. Das hat sich sogar mehr gelohnt. Ah, das hat mir gerade erzählt. 555! Perfekt! Dann weiter geht's. Der große Kampf um den Kleinstern. Hilfe! Bowser Jr. hat diesen Planetoiden übernommen und will ihn unterjochen. Die Schwerkraft ist geringer als anderswo, aber behalten, um von Gegnern einen Supersprung zu vollführen, kann man auch hier. Könnte das Rosalina sein? Ich meine, wer könnte sonst Sternenguckerin sein? Hey, Yoshi. Die Frage ist, wer Meteorologe und Himmelsverwalter ist. Und Himmels was? Himmelsverwalter, den gibt's auch. Jesus und der Typ von der Tagesschau. Bloß andere Reihenfolge. Der Himmelsverwalter ist Jesus und nicht der Typ von der Tagesschau. Warum? Das wär's doch, wenn die Tagesschau das Wetter nicht auf Vorhersage, sondern auch selbst macht. Dann werden die aber in der Regel nicht so falsch, die Vorhersagen. Vielleicht wollen sie nicht, dass jemand es erfährt und machen es deswegen immer falsch. Das ergibt keinen Sinn. Doch. Und das war schwieriger, als ich dachte. Der Mond. No. Nein, der ist nicht böse. Ich weiß. Oh, MLG. Oh. Nein, ich will den berühren, sobald... Ah, kacke. Ach so, ich dachte, könnte der despawnt. Ja, okay, jetzt ist er schon tot. Ah! Komm mal her. Danke. Und die Hämmer sind zum Glück auch mit despawnt. Warum glaube ich, ich würde den gleich noch haben wollen? Deswegen. Okay, hier ist noch ein Pilz. Sag mal, wie viel Damage macht es dem... Oh, dann halt nicht! Ich esse dir mein gesamtes Leben ab, übrigens. Digga, Bowser Jr. tankt gar nichts, kann das sein? Hey. Die Feuerwehr waren es 3 oder 6. Meinst du jetzt stinknormale oder? Stinknormale. Weiß ich nicht. 12. Guckt man Cooper. LOL. Scheiße. Ich dachte, ich schaff's nicht hoch. Das schafft man nicht, stimmt's. Warum war's klar? Naja, zumindest noch 3. Ja, auch wieder. Also der Anfang war schwerer als das Ende, finde ich. Wieder ein bisschen Cola auf mein Konto. Rolex! Bargeld! Das ist mein Lifestyle! Oh, auch wegen Porsche Cayman S hatte ich ja so ein behindertes Video vor der Zeit hochgeladen. Da kommt beim ersten Teil vom Abo-Special auch noch eine tolle Animation zu. Ich meine natürlich ein Real-Life-Video, wie ich dem Gewinner seinen Porsche gebe. Chip Chip springt durch die Nacht. Wer möchte dann sich auf den roten Yoshi springen und 25 von ihnen umbringen? Das wäre schwer, Vater und Krieger. John Cena.
Ist der Vater? Nee, ist deine Oma. Ich nehme lieber Feuerblume. Ich mag das Cape nicht. Ich komme damit nicht klar. Okay, mag Cape nicht auch. Ja, und ich sehe warum. Und trotzdem muss ich das Ganze hier viermal durchfallen. Was? Wie soll ich das schaffen? Aha. Ich nehme das Cape. Obwohl, dann schießt man halt nur noch so wenig. Obwohl, na doch, trotzdem denke ich, insgesamt ist es besser. Ich bin auf einem Level mit 6-fach Feuerkraft. Das finde ich gut. Was hättest du sagen? Feuerblume ist unter Yoshi und Feuerclouds Kutsche. Hier habe ich den oberen verfehlt. Aber es hat mal trifft er. Cape ist ja 1000-mal leichter. Easy, ich hab's. Cape hätte ich ja gefühlt im First Try geschafft. Du hast einen Cheat Cheat verfehlt. Cape ist so 1000-mal einfacher. Nehmt auf jeden Fall das Cape in dem Level. Neue Entscheidung, schafft es einmal durchfallen mit Feuerblume. Ich glaube, das brauche ich mal. Ich glaube, das kriegt man nicht hin. Aber so ist es ja ganz gut gelaufen. Und du kriegst 888, bei mir läuft's mit den Schnapszahlen heute. So, Westflügel ist auch fertig soweit. Der aus erste Obergeschoss. Aber noch nicht mal das halbe Schloss. Und ich baue jetzt mal hier. Waffen sind immer gut. Ich mag Waffen. Die Munition ist nur scheiße. Als ob die 4 braucht! Die 2 braucht 3. So, neue Aufträge. Schalten und walten. Letzte Mission für heute. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Gehirntraining. Wird unser Kandidat die Ein-Ausschalter im richtigen Moment einlösen? Einlösen? Auslösen, um alle rosa Münzen zu erhaschen. Ihn erwartet ein großzügiges Preisgeld. Bleiben Sie dran, denn jetzt heißt es Schalten und Walten. Warum zum Fick gibt's die Ansagerstimme hier und von welchem Spiel vor allem? Hoffen wir nicht von Super Mario Party, dann habe ich die Synchronisation nämlich falsch gemacht. Und übrigens gibt's die noch in Werle. Hat die noch Werle hochgeladen? Nein, hat sie nicht, also doch, aber. Wenn ich sage das nein. Auch schwer. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ich hätte mir theoretisch einen Helm mitnehmen können, aber. YOLO mal drauf. Guter Satz. Warte, muss. Oh, das hat da runter gemusst. Die Helme zu bekommen ist gemein. Oh! Wo ist denn das gemein? Easy war das! Easy! So easy wie jeder, den ich kenne in Smash Bros. Mann, war das wieder einfach. Warum bin ich so gut? Das macht doch sicher gar keinen Spaß zum Zugucken, wenn ich so viel Skill hab. Da könntest du recht haben. Ja, dir sowieso. Dir macht kein YouTube-Video Spaß, in dem der YouTuber nicht vollkommen eins auf die Schnauze kriegt.
Als ob! Oh, falsche Röhre. Lol. Das ist ein Helm. Und letzte Runde. Mhm. Also, meine mathematischen Kenntnisse sagen mir, dass sie nicht da sind. Boah, das ist hart. Hä, wie geht das? Ah, so. So richtig aufregend. Wie geht das? Oh, hab's geschafft. Das ist doch eigentlich dein Ding. So. Und übrigens, das kann das Beste. Mit dem Helm bekommst du diese Mütze. Das habe ich natürlich gewusst, deswegen habe ich den Helm mitgenommen. So, ich glaube, es reicht auch den Zuschauern für heute wieder nach so tollem Commentary. Deswegen bauen wir in der nächsten Folge weiter unsere Waffen. Und ja, abonnieren, inhalieren, dehydrieren. Bye.